dieses Event ist für jeden, der halt wirklich bei Reisen Luxus erleben möchte, aber nicht den Preis bezahlen möchte, den die Hotels zum Beispiel aufrufen. Hinter uns das Park Hyatt liegt ja schon im Bereich von 500 Euro die Nacht. Und da haben wir Wege gezeigt, wie man diese günstiger für sich holen kann. Der absolute Benefit neben dem Event selber, wo ich wirklich halt lerne, Meilenpunkte und mehr Status zu sammeln, ist, dass man Leute auch trifft, die gleichgesinnt sind, die Unternehmer sind, die einem auch nochmal Inspirationen geben für das eigene Unternehmen. Man bekommt Impulse und man überlegt dann auch für seine eigene Unternehmung, wie ich jetzt bei FD Circle, der das Event ausstattet, aber dann auch immer hört zum Beispiel, ich mache das und das, dann denkt man, Mensch, das kann ich doch vielleicht auch mal machen. Aber auch Kooperationen ergeben sich. Das heißt also, wir haben auf dem Event auch Kooperationen mit jemandem eingefädelt, sage ich jetzt mal. Die werden wir natürlich weiter besprechen. Man macht das natürlich nicht innerhalb von 2 Tagen. Aber man findet halt wirklich Gleichgesinnte und auch Möglichkeiten, sein eigenes Geschäft nach vorne zu bringen und zu pushen. Und spart natürlich nebenbei noch Geld, weil man lernt, wie man die Punkte, Meilen und den Status am besten für sich nutzt. Insgesamt 4, 5 Frequenzsysteme, auch bei Skybeam und London. War es schon interessant, wieder zu hören, die Updates, was es gibt und auch ein paar neue Strategien, wie ich vielleicht dort und da besser Meilen erreichen kann, meinen Status zu sichern. Also es war durchaus lehrreich. Ich bin Tobias, bin 29 Jahre alt und fliege ausschließlich eigentlich privat. Da bin ich natürlich sehr froh, dass ich den Lars von Frequent Traveler Circle an meiner Seite habe, weil da bin ich super geil beraten. Es macht einfach richtig Spaß, Reisen zu planen, zu organisieren, zu gucken, wie kann man den meisten Profit generieren mit wenig Ausgaben. Tipps und Tricks, wie man mit wenig Einsatz viele Meilen bekommen kann oder viele Statusmeilen oder Status-Upgrades. Das war mir im Prinzip bekannt, aber eben nicht im Detail. Daher war das hier sehr, sehr nützlich. Dass man wirklich die Leute kennenlernt, die einen weiterbringen, beruflich und privat, aber auch, dass man Meilenpunkte sammelt, wo man dann am Ende Geld spart. Also das sind in meinen Augen die 2 wesentlichen Punkte: Networking, Geld sparen.